Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, wir sind 2 Minuten zu spät und bitten das sehr zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr gewartet habt. Und wir wollen gleich anfangen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht heißt Diana und Diana ist 30 Jahre alt. Hallo Diana. Hallo Domian. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Es geht darum, ich habe mich gestern von meinem Freund getrennt. Nach wie vielen Jahren? Nach 6,5 Monaten. Ach, nach 6,5 Monaten. Geht ja noch. Ja, das geht noch, aber das Schlimme war, dass er mich mehrmals geschlagen hatte. Mhm. Und nach dem letzten Mal habe ich dann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe auch die ganze Nacht nicht schlafen können. Mhm. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ja. Nur das Komische ist, ich ziehe mir immer wieder diese Leute ran, an Männern. Das heißt, es gab schon einige Männer, die dich geschlagen haben? Ja, nicht nur das. Nicht nur das? Nee, war bei einem zum Beispiel, da habe ich unten im Süden von Deutschland gewohnt, da habe ich jemanden gehabt, der hat aus unserer Wohnung einen Drogenumschlag Platz gemacht. Mhm. Mit Arbeitskollegen und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr und bin dann geflüchtet. Hab heimlich 3 Pakete gepackt, hab sie dann hochgeschickt. Was? Was für Pakete? Also große Umzugspakete. Ach so, verstehe. Heimlich. Mhm. Dann hochgeschickt, ohne dass er davon wusste. Also hochgeschickt heißt da, wo du jetzt wohnst, oder? Da, wo ich jetzt wohne, ja. Genau. Mhm. Gab es denn in den Jahren, du bist jetzt 30, gab es denn schon mal wenigstens eine Beziehung, die gut gelaufen ist? Bis jetzt leider nicht. Bis jetzt leider nicht. Wie viele Beziehungen hattest du schon? 7. Und alle 7 waren ein Schuss in den Ofen, sage ich jetzt mal salopp. Ja, richtig. Und daher die begründete Überlegung oder Frage, warum ist das so? Und ich ziehe die offensichtlich an, die Leute, oder mich zieht es zu solchen Männern hin. Ja, richtig. Wie war denn das jetzt bei dem letzten? Der 6 Monate zusammen, da hat dich geschlagen. Wie oft hat er dich geschlagen in diesen 6 Monaten? 4-mal. Und wie hat er dich geschlagen? Also das letzte war eine einfache Backpfeife, weil er hat einen Wutausbruch bekommen, nachdem er von der Arbeit gekommen ist. Hm. Hat dann angefangen, von der Arbeit zu erzählen, ist dann richtig wütend geworden, ausgerastet und dann habe ich eine sitzen gehabt. Wie reagierst du dann da darauf, wenn ein Mann das mit dir macht? Ich verkriech mich. Ich hau einfach ab und verkriech mich dann. Es gibt keinen Streit? Nee, ich habe ihn einfach rausgeschmissen und dann ging es einfach nicht mehr. Immerhin, du hast ihn noch rausgeschmissen. Stellst du diese Männer dann danach zur Rede, einen Tag später? Oder wenn sich alles beruhigt hat? Ich kann sowas einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach Angst darauf, ihn wieder zu treffen, weil er hat ja noch Sachen hier von sich. Und nee, ich meine so generell, wenn Männer das mit dir gemacht haben, gibt es danach noch eine Diskussion? Nein, gar nicht. Nee. Ich traue mich sowas nicht. Also bei dem letzten jetzt, ich gehe davon aus, das habe ich ja so verstanden, dass du bist definitiv gegangen. Ich bin gegangen, ja. Mhm. Immerhin schaffst du das. Es gibt auch Frauen, die das nicht mal schaffen, wenn sie in solchen Situationen sind. Ja, das Komische ist nur die ganze Zeit die Frage, ob ich das richtig gemacht habe, die Trennung. Aber natürlich hast du das richtig gemacht. Was lässt dich zweifeln daran? Ja, die Liebe. Die Liebe? Ja, weil irgendwo ist Liebe noch da. Ja, ist deine Liebe noch da? Ja. Wirklich? Wenn der Typ dich nur in der kurzen Zeit schon 3-mal geschlagen hat? 4-mal. 4-mal geschlagen hat, Entschuldigung. Finde ich, sagt alles über den Typ aus.
Und so ein Typ darf, kann, sollte man nicht lieben. Hm. Wie war denn das früher bei dir zu Hause? Was für eine Kindheit hattest du? Was war das für ein Verhältnis zu deinen Eltern? Gar kein gutes. Erzähl mal. Ich wurde damals 12 Jahre lang von meinem eigenen Bruder missbraucht. Das war ziemlich hart. Vom eigenen Bruder 12 Jahre lang? 12 Jahre lang, von meinem 8. Lebensjahr an bis zu meinem 20. Bis zum 20. Lebensjahr? Ja. Und meine Mutter und mein Vater haben weggesehen. Die wussten das? Die wussten das. Hast du den Bruder später angezeigt? Nein, konnte ich nicht. Bis heute nicht? Bis heute nicht, nein. Mhm. Ich bin auch dadurch schon jahrelang in Behandlung. Renne von Klinik zu Klinik. Mhm. Nehme zig verschiedene Tabletten. Manchmal helfen sie, manchmal helfen sie nicht. Aber und weißt du, dann ist mir schon jetzt andeutungsweise klar, dass du auch vielleicht ja immer in solche schwierigen Konstellationen mit Männern gerätst. Da ist ja so viel Verletzung passiert und da ist so eine Vernarbung in dir, dass du, ich sag mal, gar nicht so ganz normal reagieren kannst, wie es eigentlich nötig wäre und richtig wäre. Ja. Kannst du dir oder mir und dir selbst auch erklären, dass du dann sogar noch im Alter von 17, 18, 19 Jahren dich hast von deinem Bruder vergewaltigen lassen? Ich weiß nicht, wie das damals noch abgelaufen ist. Es war nur noch automatisch einfach da zu liegen, wie ein Roboter zu funktionieren. Mhm. Wie viel älter war der? 7 Jahre oder 8 Jahre ist er älter. Und dann, als du 20 Jahre alt warst, dann hörte es auf? Ja, weil ich von zu Hause geflüchtet bin. Ich bin richtig abgehauen. Das heißt, du hast zu der Zeit, also bis dahin zu Hause bei deinen Eltern gewohnt und der Bruder auch noch? Mein Bruder hat zwischendurch woanders gewohnt und ist dann wieder hingezogen. Und dieser Missbrauch, diese Vergewaltigungen sind hauptsächlich im Elternhaus oder in der elterlichen Wohnung passiert? Zum größten Teil, ja. Ich war auch manchmal unterwegs gewesen. Mhm. Also einmal ist es, das ist mir so richtig reingebrannt, da waren wir mit seinem Firmenwagen unterwegs, um mich zu einer Freundin zu bringen. Dann bin ich nach hinten, weil er hatte so ein Begleitfahrzeug gehabt für Schwertransporte. Da konnte ich so durchlaufen, so als wäre es ein Wohnmobil. Mhm. Hab dann da hinten in meine Tasche gekramt, wollte mir Zigaretten rausholen und dann habe ich nur noch gemerkt, wer eine Vollbremsung gemacht hat, alles abgesperrt hat und kam dahin und hat mich dann überfallen. Du sagst, deine Eltern haben es geahnt oder wissen es sogar? Ich glaube, dass meine Mutter das weiß und sie verneint es aber bis heute. Hast du denn sie darauf angesprochen, mal, später? Wir hatten einmal ein Gespräch gehabt in der Klinik zusammen. Ich habe gedacht, sie kommt alleine. Nein, sie hat meinen Bruder mitgebracht. Dann habe ich halt meiner Mutter in die Augen geguckt und ihr erzählt, was alles gewesen ist. Und der Bruder saß daneben? Mein Bruder saß da mit bei, ja. Mhm. Und die Psychologin saß auch mit drinne und die haben mitgekriegt, beziehungsweise meine Psychologin. Mein Bruder hat nur nach oben an die Decke gestarrt und nach unten auf dem Fußboden, wurde knallrot und sagt, ich lüge. Ich würde alles nur spinnen. Ich finde es unglaublich, muss ich ja sagen, dass diese Psychologin zugelassen hat, dass dein Bruder damit reinkommt. Das finde ich unglaublich. Ja. Was für eine Situation das für dich war. Da bist du alleine und dir gegenüber sitzt deine Mutter und dein Bruder, der Täter, und deine Mutter, die dir nicht glaubt. Das muss da für dich ganz schrecklich gewesen sein. Das war eine richtig schlimme Situation. Mhm. Am gleichen Tag, kurz nachdem das Gespräch zu Ende war, hat meine Mutter mir eine Backpfeife gegeben und ich bin auf dem Flur zusammengesackt, wie ein Kartoffelsack. Was hat denn die Psychologin dann hinterher zu dir gesagt? Die haben mir erstmal Beruhigungsmittel geben müssen und dann hat sie zu mir gesagt, ich glaube Ihnen und ich habe gemerkt, dass Ihr Bruder gelogen hat. Na super, und sie lässt ihn an dich ran. Tolle Psychologin, tolle Fachfrau. Ja. Echt klasse.
Hast du denn heute noch Kontakt zu deinen Eltern? Ab und zu. Du fährst auch die besuchen? Ich fahre sie auch besuchen, aber dann ist mein Bruder nicht da. Stelle ich mir aber an deiner Stelle auch schwer, da überhaupt hinzugehen zu denen, wo die haben dich ja verleugnet, die haben dir ja nicht geholfen. Und die stehen bis heute nicht zu dir. Was redet man mit denen? Wie fühlst du dich da? Ich fühle mich schon komisch, weil da überall die Räume sind, wo alles passiert ist. Genau, das kommt ja auch noch hinzu. Die Räume sind ja auch noch da. An jeder Ecke an jeder Ecke klebt eine schreckliche Erinnerung. Das ist richtig. Hat der Bruder dir hinterher noch mal irgendwie gedroht, dass du den Mund nicht weiter aufmachen sollst? Er hat mir damals gesagt, wenn ich irgendwas sage, dann bringt er mich um. Und das war das schon der ausschlaggebende Punkt, dass ich nichts gesagt habe. War das nach diesem Psychologengespräch? Das war davor noch. Davor. Aber danach hat er sich nicht mehr gemeldet? Danach nicht mehr, nein. Mhm. Boah, Diana, es tut mir leid, was du da hinter dir hast. Das ist nach menschlichem Ermessen die Menschen, die das nicht so etwas erlebt haben, kaum vorstellbar. Und da wundert es mich nicht, ich sag gerade, dass du immer auch in solche Konstellationen gerätst mit Kerlen. Kannst du denn, die Frage stelle ich mir so oft, wenn ich mit Menschen spreche, die so schweren sexuellen Missbrauch hinter sich haben. Macht es dir überhaupt Spaß, mit einem Mann zu schlafen? Nein, gar nicht. Nie? Nie. Macht dir überhaupt Sexualität Spaß? Überhaupt nicht. Das ist so viel kaputt gemacht worden. Das heißt, wenn du Beziehungen hast und die Kerle wollen mit dir schlafen, machst du es nur denen zuliebe? Mache ich denen zuliebe, ja. Du hast keinerlei sexuelles Empfinden? Nee, gar nicht. Diana, du hast gerade gesagt, du bist in Behandlung. Ja. Richtig. Da, wo du jetzt in Behandlung bist, was hast du denn da für ein Gefühl? Fühlst du dich da aufgehoben und verstanden und ernst genommen? Manchmal gar nicht, weil das ist eine ambulante Therapeutin. Und jetzt hatte ich gerade einen Therapeutenwechsel gehabt vor 2 Tagen und habe jetzt eine neue Therapeutin an meiner Seite und die versteht mich gar nicht, die ist viel jünger, hat kaum Erfahrung, also ist wohl anscheinend noch so ein Studenten. Mädchen, was da uns gleich als Probanden hat und das fühlt sich auch so an, als wäre ich nur ein kleiner Proband. Verstehe, das tut mir zusätzlich noch leid, dass du in der ganzen Misere jetzt nicht mal eine ordentliche psychologische Betreuung hast, die du dringend brauchtest, um alles für dich zu klären und eben auch so eine Frage zu beantworten, warum gerate ich immer an solche Typen? Das hängt natürlich, wie gesagt, damit zusammen. Ich kann dir jetzt von meiner Seite nur meine ich jetzt nicht wenig, aber mehr geht halt heute Nacht hier nicht, ein Gespräch mit meinem Diplompsychologen anbieten. Ja. Ich möchte dich auch bitten, das anzunehmen, weil er dir vielleicht dann doch noch ein Wegweiser sein kann, wie du dich in der nächsten Zeit dann auch in der neuen Situation da verhalten könntest mit dieser Psychologin, mit der du nicht klarkommst. Ja. Auf jeden Fall muss irgendwas weiter passieren und ich wünsche dir so sehr, dass du an einen guten Menschen kommst, der sich richtig intensiv mit dir beschäftigt. Ja, ich danke dir. Sehr gerne, Diana. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst zurückrufen von der Magdalena. Eine Frau ist heute Nacht auch da. Ist vielleicht noch angenehmer für dich. Alles klar, Domian. Ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, kostenfrei. Oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Eddie. Eddie ist 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Danke, dass ich mit dir sprechen darf. Und erstmal ein Lob an deine Sendung. Also ich höre sie fast jeden Tag seit ein paar Jahren und ich glaube, du hast viel Leute das Leben auch gerettet, so. Und tut mir leid, ich bin sehr, sehr nervös. Erstmal, weil mein Deutsch nicht so gut ist. Woher kommst du? Und weil ich auch seit ein paar Tagen nicht geschlafen habe. Uiuiui. Erstmal Dankeschön für das Kompliment. Dann die nächste Frage. Woher kommst du? Oder deine Ich komme aus England. Aus England? Nee, von Birmingham. Der bist von England. Also ich bin seit vor 5 Jahren nach Deutschland gezogen. Ja, dafür sprichst du aber schon verdammt gut Deutsch. Ja,
danke, ich tue mein Bestes. Seit 5 Jahren aus England. So. Genau. Und mein Thema, warum ich heute anrufe, ist, ich leide unter 2 Augenkrankheiten, die heißen auf Deutsch übersetzt so, Colobom und Microthamus. Und das sind, für die das nicht kennen, was bestimmt fast alle sind, Colobom ist die Struktur hinter meine Augen sind sehr schwach und ich wurde sehbehindert geboren, aber mhm. Jahr für Jahr werden sie noch, sie verschlechtern mhm. die Augen. Mhm. Und insofern, dass eigentlich jedes Jahr habe ich ungefähr 1-2% verloren, ja. Aber vor ein paar Tagen ist es so weit gekommen, dass fast alles, was ich hatte, habe ich über Nacht verloren. Ach. Das heißt, du wachst morgens auf und das, was du noch sehen konntest, ist auch ja, weg. Was kannst du denn überhaupt noch sehen? Genau, also ich könnte wirklich den Tag davor, also Dienstag, könnte ich einfach ja meine E-Mails mit einem Vergrößerungsprogramm lesen und einfach kochen und alles, was womit ich noch die paar Prozent, die ich hatte, auslegen musste. Den nächsten Tag stehe ich auf und ich sehe gar nichts. Das ist so, als würde ich durch Schwimmbadwasser gucken oder durch extremen Rauch in der Feuer. Also ganz, ganz verschwommen und vernebelt alles. Ja, genau. Aber auch, als würde ich so Geister sehen, so ein Geisterhaus, das alles so durchsichtig aussieht, dass man sieht, dass etwas da ist, aber man kann den Form nicht erkennen. Aber das heißt ja, du kannst dich gar nicht orientieren im Moment. Genau, ich bin aufgestanden, ich hatte das Gefühl, ich brich zusammen, weil ich habe den Gleichgewicht verloren, weil ich noch nie so wirklich daran gewohnt war, so wenig zu sehen. Ja, abgesehen davon, ich habe in einem Restaurant hier in Köln gearbeitet, wo man im Dunkeln kellnert. Also ich war schon ein bisschen an Dunkelheit gewöhnt, aber das war mich so ein Schock. Ich bin aufgestanden, fast zusammengebrochen. Jetzt sag mir nochmal, ich habe es gerade gesehen. Wann ist das genau passiert? An welchem Tag? Das ist von Dienstag auf Mittwoch, also vor 2 Tage. Also in dieser Woche, von Dienstag auf Mittwoch. Das heißt, bist du denn dann sofort zu einem Augenarzt gegangen? Also erstmal habe ich eine Panikattacke bekommen, ich habe Herzrasen bekommen, habe hyperventiliert und habe mich erstmal hingelegt. Lebst du alleine in der Wohnung? Ich war mit meinem besten Freund, also ich wohne im Moment bei meinem besten Freund. Und wir haben, nachdem ich mich von dieser Panikattacke einigermaßen beruhigt habe, haben wir einen Krankenwagen bestellt und dann bin ich sofort ins Augenklinik. Aber du bist jetzt nicht in der Klinik, sondern wieder bei deinem Freund? Ja, genau. Ja. Also ich war den ganzen Tag hier, ich war den ganzen Tag in der Klinik, haben alle möglichen X-Rays gemacht, alle möglichen Tests. Ja, konnten die denn was machen, dass es ein bisschen besser wurde wieder? Wahrscheinlich gar nicht. Also die zweite Krankheit, die ich habe, ist das Hauptproblem jetzt, dass meine rechte Auge, seit der Geburt hat er aufgehört zu wachsen. Der ist so klein wie ein Babyauge, also der ist viel kleiner als der andere. Mhm. Und den anzugreifen, um den so, auch die kleinste OP ist so ein Risiko, dass das heißt, da sind ich dann immer dann blind werde, so aus so, ja, diese Auge. So. Das heißt, da sind können nur operieren, wenn wirklich die Lage, wenn sich nichts ändert und wenn ich immer noch in den nächsten Wochen nichts sehe, dann wäre das eine Möglichkeit zu operieren. Und verstehe. Das heißt, da sind zwei ganz verschiedene Augenkrankheiten. Genau, auf einen Schlag. Auf einen Schlag. In welcher Stimmung bist du im Moment? Mittlerweile bin ich ein bisschen beruhigt. Also ich habe Beruhigungsmittel genommen. Mhm. Weil Panikattacken sind für mich auch relativ üblich, weil ich auch, ich leide unter schizoaffektiver Störung, wo ich schon öfter Panikattacken hatte. Also ich kann mit jetzt mittlerweile umgehen. Okay, aber eine Panikattacke würde ja fast jeder kriegen, wenn er morgens aufwacht und er kann nichts mehr sehen. Du bist vor 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Warum? Genau, also ich habe mich immer für Sprachen interessiert, auch für Deutsch, war mein Lieblingsfach in der Schule. Mhm. Und ich war, obwohl ich einigermaßen sehen könnte, war ich in der Schule für Leute mit einer Sehbehinderung. Mhm. Das war ein Internat. Und da gab es eine Frau, die war schon ein paar Jahre älter als ich, die hat dann ein Zivildienstjahr gemacht als Assistentin für meine Deutschlehrerin. Mhm. Und ich habe mich mit ihr und ihrer Freunde, ihrer Familie angefreundet, die auch in Deutschland sind. Die haben mich immer wieder nach Deutschland eingeladen. Ah. Und mein Leben in England war
wirklich so schlecht, dass ich einfach gesagt habe, ich will komplett von neu anfangen. Ja. Ich will einfach noch Deutsch lernen. Und was hast du denn hier so beruflich gemacht? Du hast gerade gesagt, du hast gekellnert da in einem. Ja, ich habe das gemacht und auch nebenbei Englischunterricht gegeben in der Konversation. Mhm. Und ich bin auch professioneller Musiker. Ach so, Musiker auch noch. Ja, so, Rock- und Punk-Bereich. Verstehe. So, jetzt hat sich das Leben ja durch diese extreme Verschlechterung der Krankheit ja radikal geändert bei dir. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe im Moment sehr viel Angst vor die einfachsten Dinge. Da merke ich, wie sehr ich mich auf meine Augen verlassen habe. Na klar. Ist es denn so, dass du im Moment gar nicht alleine auf die Straße kannst, weil du gar nicht. Ich habe es versucht und ich habe da Panik gehabt, weil ich den Gleichgewicht verliere und alles um mich herum aufhängen, die Störung, die Panikstörung und meine Augen, ich nehme alles so verzerrt und verschwommen wahr und nicht nur das, was ich versuche zu sehen, sondern auch das, was ich höre. Rein theoretisch, frage ich jetzt nochmal, wäre aber eine Operation möglich? Ist es nur gefährlich wegen der anderen Augenkrankheit? Habe ich das richtig verstanden? Genau, also das... Lass mich kurz fragen, aber die Operation könnte doch dann zumindest das andere Auge, was von der zweiten Augenkrankheit nicht betroffen ist, könnte das Auge doch retten, oder? Aber das leider nicht. Also ich habe schon mehrere OPs auf den zweiten Auge gehabt und das hat nichts gebracht. Also wir haben schon alles ausprobiert, so was es nur so gibt. Fühlst du dich denn da in guten Händen hier in Deutschland, wo du in der Klinik warst oder bei dem Arzt? Es geht. Also ich fühle mich nicht so wohl irgendwie in der Klinik, weil ich das Gefühl habe, die nehmen keine Rücksicht auf eine Sehbehinderung. Zum Beispiel, ich war sehr krank und war den ganzen Tag da und die wollten mir ja kein Stück Wasser irgendwie anbieten oder so, wollten die mir nicht geben. Mhm. Weil, ja, ich weiß nicht, ich fand das alles sehr unfreundlich, aber vielleicht habe ich das so wahrgenommen, gerade auch weil ich so gestresst war. Und vielleicht, aber gerade die in einer Augenklinik sollten ja damit vertraut sein, dass Menschen da sitzen, die nicht gucken können. Das ist ja nur der Ich habe das Gefühl, die schmeißen irgendwelche Lichter so an den Augen, ohne zu warnen. Jetzt kommt ein Licht und ach so. Das ist halt sehr... Also vor allem, wenn man tagelang nicht geschlafen hat, ist das auch... ich bin auch ziemlich kaputt. Ja, warum hast du nicht geschlafen? Wegen der Angst, wie es so weitergeht. Ich verstehe. Kann man auch verstehen. Zum Glück, meine beide Berufe, vor allem wenn ich in Konversationen durchgebe, die kann ich noch irgendwann wieder mit anfangen und so. Stimmt, Sprachen kannst du anderen Leuten lehren. Das ist kein Problem. Aber jetzt geht es ja darum, dass du erstmal stabilisiert wirst, ne? Dass du erstmal so ein bisschen auf die Beine kommst. Du hast außer diesem Freund, wo du jetzt gerade wohnst, hast du nicht so viele Leute in deiner Stadt? So ein paar, aber auch Bekannte. Aber ich, auch wenn ich mich im Moment sehr verloren fühle, auch in ein fremdes Land und diese Augenkrankheit, ich habe entschieden, ich werde auf jeden Fall mal hier bleiben, weil es gibt keine Überlegungen. England, das wäre der größte Qual überhaupt, wieder nach England zu fliegen. Es gibt keine Überlegung, nach England zurückzugehen. Nee, also mir geht es psychisch sehr schlecht, wenn ich in England bin, weil ich eigentlich da, ich habe einfach Angst und alles. Also ich habe kein Gefühl von Sicherheit, weil ich einfach keine Eltern habe. So irgendwie mein Vater ist rechtsradikal, Alkoholiker, aber rechtsradikal ist eigentlich das größte Problem für mich. Mhm. Ich habe deswegen vor 6 Jahren die Kontakt zu ihm abgebrochen. Verstehe. Und deine Mutter? Und meine Mutter, die habe ich auch nicht so viel am Hut. Also die ist, die ist teilweise eine aggressive Frau, aber die ist kein schlechter Mensch. Die hat nur kein, also ist sehr, sehr arm. Wir sind eine sehr arme Familie und die hat 5 Kinder und die ist einfach überfordert. So. Und, also ich merke schon, es gibt gar keine große Verbindung da nach England. Also wenn ich da anrufe und meine Augen erzähle, dann fängt die an, mich zu beleidigen irgendwie, weil die einfach nicht damit umgehen kann mit dem Stress. So, das ist ihre Reaktion und früher habe ich die dafür gehasst, aber jetzt irgendwie mittlerweile ist es einfach so, es macht mich nicht so kaputt. Ich denke einfach, ich will einfach nichts mit ihr zu tun haben. So, ich melde mich einfach nicht bei ihr und dadurch fühle ich mich schon allein irgendwie, weil wenn man in dieser Lage ist, man hätte schon gerne. Weißt du, ich... Jemand, wo das mein Gefühl hat, so ein mütterliches Gefühl. Oder, absolut. Eddie, ich denke gerade so ein bisschen darüber nach. Wir werden uns mal schlau machen, ob wir dir vielleicht noch ein paar Ratschläge geben können, dass du
einen Ansprechpartner zumindest für die nächste Zeit hast, der dich so ein bisschen auch durch dieses ganze Chaos lotst, in dem du jetzt da drin steckst und der dich auch so ein bisschen stabilisiert. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ja, okay, vielen Dank. Vielen Dank für dein Ohr. Ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass es besser wieder wird und dass du auch seelisch stabiler wirst und dass das Leben dann wieder besser wird für dich. Ja, bist ja ein sehr netter Kerl, finde ich, so wie du gesprochen hast. Und es tut mir wirklich sehr leid. Lieber Eddie, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, vielen Dank. Dann, gerne. Gute Nacht euch noch. Ja. Und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Haare. Ich möchte mich mit euch über Haare unterhalten. Frage euch, hattet ihr schon mal zum Beispiel einen Unfall mit euren oder wegen eurer Haare? Haben Haare für euch einen besonderen sexuellen Reiz? Und was fällt euch ein zum Thema Haare und Krankheiten? Also, wenn ihr gerne mit mir nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in unserer Themennacht über das Thema Haare sprechen wollt, dann meldet euch schon an per Mail domian@wdr.de oder ruft halt nächste Woche dann vor der Sendung an. Also nächste Woche Themennacht zum Thema Haare. Jetzt freie Themennacht, wie immer freitags, und ich freue mich, begrüßen zu können die Ruth. Und Ruth ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Ruth. Was ist denn dein Thema? Also erstmal wollte ich dir und deiner Redaktion für eure tolle Sendung erstmal Danke sagen. Das ist sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Also mein Thema ist, dass ich unter einer Angststörung leide. Ja, schon lange? Ja, also eigentlich angefangen hat das 97. Ja. Dann war ich zweimal zu Kur, 97 und 98, und habe dann irgendwo das so gelernt, mit umzugehen. Was ist denn das genau für eine Angststörung? Also das äußert sich so, Herzjagen, Rhythmusstörung, damit hat das angefangen. Und jetzt seit letztes Jahr ist halt Schwindel und ja, so Ohrgeräusche habe ich ganz doll. Und also das ist so extrem, Panik, Angstattacken habe ich dann auch. In welchen Situationen hast du das? Ja, die habe ich einfach so, ich sitze hier manchmal, denke ich, oh, dir geht's ganz gut, und mit mal kommt dieser Schwindel und es geht überhaupt nichts mehr. Also so von einer Sekunde auf die andere, ohne einen äußeren Anlass. Ja, also ich sag mal so, also von Stress werde ich ja andauernd berieselt. Und ich denke, dass ich bin ein Mensch, der sehr ruhig ist. Mhm. Und dass ich das wohl alles drinne so verpacke. Alles. Und nicht rauslasse. In dich hineinfrisst und. Ja. Du sagst, du wirst vom Stress berieselt. Was ist dein schlimmster Stress, in dem du ausgesetzt bist? Oder was ist das für ein Stress? Also mein schlimmster Stress ist im Moment mein Sohn, der eigentlich schon sehr lange trinkt, aber das geht jetzt natürlich auch an seine Gesundheit. Der Sohn ist auch nicht mehr der Jüngste? 33. 33, ja. Und der ist Alkoholiker, wie lange schon? Ja, also so ganz extrem die letzten 3 Jahre. Ja, lebt er noch bei dir? Nein, aber er kommt halt jeden Tag auch mit seiner Familie. Der hat eine Tochter. Mhm. Und da sind ganz, ganz viele Probleme, die ich eigentlich, seit die kleine Marie auf der Welt ist, für die Sorge. Mhm. Ich sorge für diese Familie und habe das jetzt aber ein Stück irgendwo abgegeben, dadurch, dass jetzt die Familienhilfe da. So, hast du auch finanziell für die gesorgt? Ja. Das auch? Ja. Weil er gar nicht mehr arbeiten geht? Nee, mein Sohn geht seit 10 Jahren schon nicht mehr arbeiten. Ach so. Meine Schwiegertochter war arbeiten, aber die ist jetzt auch am Rande ihrer Kräfte. Und da geht und das Schlimme ist, das heißt ja auch schon wieder viel, was du mir gerade erzählt hast, weil, dass du dir da enorme Sorgen machst um deinen Sohn, um die Familie, um die kleine Enkelin. Ja. Und wenn man so eine Veranlagung hat zu so einer Erkrankung, wie du sie hast, eine Angsterkrankung, ist das natürlich Gift für die Gesundheit. Ja. Ja, es ist aber, als ob ich das alles nochmal meine eigene Ehe durchlebe. Mein Mann ist auch durch Alkoholmissbrauch gestorben. Mhm. Und oh je, das heißt, du hast diese ganzen Dramen alle mitgemacht. Ja. Der ist durch Alkoholmissbrauch gestorben. Ja. Der ist dann an Leberzirrhose gestorben oder an was? Nein,
Also er war eigentlich kerngesund und hat, der sollte eine Hüft-OP, musste bei ihm gemacht werden. Und da hat er sich so gegen gewehrt, der hat auch keinen Arzt an sich rangelassen und hat hier zu Hause denn einen Magendurchbruch gekriegt. Die konnten ihn nochmal wieder reanimieren, da bin ich 4 Monate jeden Tag in eine Klinik gefahren und dann ist er aber letztendlich doch gestorben. Wie viele Jahre war er Alkoholiker? Ja, so 10 Jahre. Sieht dein Sohn denn ein, dass er ein Problem hat? Nicht so ganz. Und die also, was sagt die Frau, deine Schwiegertochter? Meine Schwiegertochter, die also kommt, sag ich mal, aus einem ganz kaputten Elternhaus, da war auch Missbrauch, alles so, und die traut sich überhaupt nicht zu sagen. Die sucht bei mir dann immer halt. Ne? Das heißt, da liegt aber enorm viel auf deinen Schultern. Ja. Bist du auch nur berufstätig? Nein. Das also ich bekomme jetzt seit 10 Jahren Erwerbsminderungsrente. Habe immer so nebenbei noch ein bisschen was gemacht, aber seit so Mai letzten Jahr geht gar nichts mehr. Bist du denn in einer Behandlung zurzeit bei einem Psychiater oder Therapeuten? Ja, bloß da komme ich zu selten hin. Ich bin eigentlich schon seit 10 Jahren bei ihm in Behandlung. Konnte so über die Jahre doch regelmäßig hinfahren. Aber jetzt ist mal so, weil er ist so vollgebombt mit Termine. Alle 8 Wochen vielleicht mal einen Telefontermin. Oh, das ist natürlich zu wenig. Ja. Hast du ihm denn von der neuen Entwicklung zumindest erzählen können, was du mir gerade erzählt hast? Dass es mit dem Schwindel jetzt auch kommt und so weiter? Ja, er sagt, da muss man halt lernen, mit umzugehen. Und er redet praktisch so, dass ich doch da ein bisschen mitverantwortlich bin mit für die Familie meines Sohnes. Und damit ist mir natürlich nicht geholfen. Nee. Ich möchte ja, dass ich habe überhaupt keine Lebensqualität mehr. Er sagt sogar hier, Frau so und so, Sie tragen auch die Verantwortung mit für die junge Familie? Ja, weil er sagt, sonst würde da gar nichts laufen. Aber es müsste doch alles daran gesetzt werden, dass du entlastet wirst und dass du etwas weggenommen wirst aus dieser Familie, um dich zu beruhigen. Das wäre doch... Das wäre doch der richtige Weg. Ich habe ja, muss ich sagen, Gott sei Dank einen ganz, ganz tollen Arzt. Den kann ich auch privat. Also was ich den schon genervt habe, weil die Ängste so doll sind. Und der hat jetzt angeregt, da habe ich mir schon einen Termin geholt für eine Tagesklinik. Aber das dauert natürlich Wochen. Aber das ist ein anderer als der Therapeut, ne? Ja. Ja. Tagesklinik finde ich richtig. Und ich kann natürlich verstehen, dass du dich um deinen Sohn kümmerst und dass du dich sorgst. Aber... irgendwo ist auch eine Grenze. Ich meine, wenn er jetzt nicht kapiert, nachdem er ein Kind, wie alt ist das? Ist das Enkelkind? 6 Jahre alt. 6 Jahre. Nun gut, das ist nun auch schon 6 Jahre auf der Welt. Dass er da auch eine Verantwortung trägt und sich gehen lässt, kann nicht alles auf den Schultern der Oma und beziehungsweise seiner Mutter ausgebügelt werden. Das schaffst du. Irgendwann gehst du so vor, du gehst ja kaputt dabei. Ja. Ja, also das ist... Das heißt, du kannst, ich finde, dass du guten Gewissens dich auch ein bisschen da rausziehen solltest. Das fällt natürlich schwer als Mutter, ist mir völlig klar. Ja, weil der ist so labil, mein Sohn, der wurde auch nie von meinem Mann anerkannt, von meiner Schwiegermutter auch nicht, und der hat natürlich null Selbstbewusstsein, ne? Und da ist, aber ich habe gesagt, er muss jetzt, also eigentlich sollte er zum Entzug, aber er ist noch nicht so weit. Er wird von der Schwiegertochter auch nicht anerkannt? Von meiner Schwiegermutter. Ach, von der Mutter. Von seiner Oma. Okay, ich hatte jetzt Schwiegertochter verstanden. Ja, ja. Nein, die hat ihn auch nur, er wurde eigentlich nur abgewertet immer. Und ich habe schon immer zu ihm gehalten, dass es geht jetzt auch wirklich über meine Grenzen hinaus. Ne? Das verstehe ich. Und dann finde ich es, wie gesagt, auch legitim, wenn man sagt, jetzt ist Schluss, ich muss jetzt für mich auch die Notbremse ziehen, sonst bin ich bald auch zerstört. Ja. Und die Tagesklinik finde ich eine gute Idee. Wenn der Arzt das arrangieren kann, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Und dieser andere Mensch, der Therapeut, finde ich merkwürdig, muss ich ja sagen, was der da dir sagt. Ja, ja, auch wenn man mit ihm redet über meinen Sohn jetzt mit dem Alkoholproblem, auch das wird er schon irgendwie irgendwann einsehen oder so. Ich meine, das ist, deswegen, ich denke... bei ihm bin ich austherapiert irgendwie. Der sagt dann in der Tat zu dir, ach, der Sohn wird das irgendwann schon einsehen. So redet er mit dir? Ja. Ist ja unfassbar. Ist das ein Arzt? Oder ist das ein Psychiater oder ein Psychotherapeut? Diplompsychologe. Unfassbar. Ja, also muss ich auch sagen. Ich bin unfassbar. Da auch,
Unfassbar. Enttäuscht. Ich habe ja, muss ich dir und so euch auch sagen, auch oft ein ungutes Gefühl. Ich empfehle das ja auch so oft, dass man zu einem Psychologen gehen soll oder einem Therapeuten. Aber ich weiß wohl auch, dass es da so viele schwarze Schafe gibt und so viele unfähige Leute. Und du erzählst jetzt uns auch wieder ein Beispiel davon, was natürlich schlimm ist in einer solchen Lage. Sei froh, dass du diesen Arzt hast. Ja. Und ich finde, ich kann dich da nur ermutigen, gut, mach das. Wenn er dir das arrangiert, dass du in eine Tagesklinik gehen solltest, geh. Nimm das einfach als weiteren Warnschuss deines Körpers auf, dass jetzt der Schwindel auch noch dazugekommen ist. Ja. Das andere ist schon schlimm genug, aber jetzt kommt der Schwindel auch noch. Das heißt, der Körper sagt ja schon, ich kann nicht mehr. Mhm. Alarm, Alarm, Alarm heißt das ja. Ja. Ja, das merke ich auch, weil ich mich manchmal so fühle, so jetzt klappst du ab oder jetzt stirbst du. Und manchmal denke ich, dann hast du wenigstens Ruhe. Ja, das ist ja nun auch keine Lösung. Nee, eine Lösung ist es nicht. Außerdem ist ja auch noch schön, wenn du deine Enkelin aufwachsen siehst. Ja, natürlich. Sollst du auch. Du sollst noch sehr lange leben, finde ich. Ja. Also gut, von meiner Seite aus, mach es wie dein Hausarzt das sagt, das ist gut, das finde ich prima. Das ist, ja. Und versuch das so schnell wie möglich zu arrangieren, dass du da einen Platz bekommst. Ja, ja, also ich habe erstmal Vorgespräch für 10. August und dann dauert das aber noch Wochen, haben die gesagt. Ne? Ja, okay, gut, aber es ist jetzt absehbar, 10. August ist eine Weile hin, aber immerhin hat man so ein bisschen Licht im dunklen Tunnel. Ja. Ja. Liebe Ruth, dann wünsche ich aber wirklich, dass du da bald dann unterkommst in dieser Tagesklinik und dass man dir da auch gezielt und gut wird helfen können. Und bricht den anderen Kontakt auch ab mit dem anderen Therapeuten. Was soll es? Alle 8 Wochen mal telefonieren, ist doch albern. Ja. Das rechnet der wahrscheinlich auch noch ab, natürlich. Und verdient noch ein bisschen Kohle damit für so einen albernen Ratschlag. Nein, nein, nein. Nee, okay. Halte dich in deinen Hausarzt, der scheint schon die richtige Richtung zu sehen. Ja, doch, der ist schon super. Alles Gute und viel, viel Erfolg und viel Kraft wünsche ich dir, Ruth. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 139 haben wir. Und ich bin verbunden mit André und der ist 46. Guten Morgen, André. Ja, hallo, grüß dich, Jürgen. Hallo, André, du hast aber eine junge Stimme. Ja, danke schön. Ich bin auch heute erst 46 geworden. Wenn hier stehen würde 26, hätte ich auch geglaubt. danke dir. Heute erst geworden? Ja, ja. Nein, da. 16.06.66. Ja, aber danke. Große Gratulation und Glückwünsche. Herzlichen Glückwunsch, danke. Schön. Alles gut. Wie auch immer. Sagen schon alle herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Danke, danke. Aber das ist nicht der Grund deines Anrufes hier. Nein, ich habe leider heute einen ganz, ganz bösen Brief bekommen und der kostet mich sehr viel Geld. Oh. Es geht darum, ich habe am 22. Februar habe ich gekifft mit meinem Kollegen zusammen, mit dem ich auch keinen Kontakt mehr habe. Also geht noch weiter. Also es geht erstmal darum, dass ich beim ersten Mal am 22. Februar gekifft habe. Am 23. bin ich erwischt worden. Du hast zum ersten Mal in deinem Leben gekifft? Nee, das nicht so. Nee. Ich habe schon früher, wo ich 20 war, 25, habe ich gekifft. Mhm, ja, und dann so ab und zu zwischendurch mal, so vielleicht 4-mal im Jahr oder so. Mhm. Ne? Und ausgerechnet an dem Tag, wo ich also gekifft habe, einen Tag später bin ich erwischt worden. Was heißt einen Tag später? Wo? Von wem? Wie? Ja, ich bin in einer Kontrolle gekommen. Ja. Ich bin schneller als 30 gefahren. So. Das ist mir allerdings 2-mal passiert. Ja. Das kommt aber noch. Und beim ersten Mal sozusagen haben sie mich dann also gleich gefragt, ob ich gekifft habe oder beziehungsweise ob ich Drogen nehme oder sonstiges. Ich weiß gar nicht, warum sie mich gefragt haben. Hm. Je nachdem musste ich dann also ein Becherchen machen und haben dann festgestellt, dass ich THC hatte. Dann musste ich Blut abnehmen und haben dann 6,0 beziehungsweise 6,5. Also beide Schreiben sind ein bisschen verschieden. Und jedenfalls Wie lange lag denn das Kiffen da zurück, als die dich gepackt haben? Das war genau ein Tag danach. Ich frage nochmal, das hatte ich gerade auch so verstanden. Genau ein Tag danach und dann ist das immer noch im Blut und im Urin nachweisbar? Ja, das ist noch drin. Das bleibt ungefähr bis zu 3 Tage, 4 Tage bleibt das drin. Hast du denn Im Urin. Ja, klar. Im Blut bleibt es länger. Ach so, noch länger. Ja. Hast du denn da diesen Tag danach dich in irgendeiner Weise beeinträchtigt gefühlt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, das ist ganz normal und ich konnte auch ganz normal Auto fahren und wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann mit dem Auto gefahren und halt in der 30er-Zone
Stunde ein bisschen schneller gefahren und wie gesagt, dann haben die Kontrolle und dann, ja. Und du hast jetzt diesen Wert, den man da irgendwie haben darf, weit überschritten, oder? Nein, ich hatte 6,0, also beim ersten Schreiben hatte ich also 6,5 Nanogramm. Ja, sagt mir nichts. Wie viel wird toleriert? Da habe ich auch keine Ahnung von. So. Leider okay. nicht. Leider nicht. Also ich habe schon im Internet geschaut, aber. Aber auf jeden Fall ist es strafrechtlich relevant in deinem Ja, Fall? Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass ich dann also am 8. Mai das letzte Mal auch gekifft habe und ausgerechnet auch mit diesem Typen sozusagen, das ist auch ein Kollege, von dem ich mich getrennt habe. Mhm. Und am 9. Mai sozusagen haben sie mich dann wieder erwischt. Ach. Ja. Was für ein Zufall. Ausgerechnet heute habe ich dann halt diesen Brief oder beziehungsweise gestern habe ich den Brief bekommen vom ersten Mal und die Strafe sind dann also 500 Euro plus Bearbeitungsgebühren, allem drum und dran sind es 820 Euro. Das ist eine satte Strafe. Das ist eine sehr satte Strafe, ja. Und in der Zwischenzeit hat mich dann die Führerscheinstelle, die hat dann zu mir gesagt, ich soll ein Drogenscreening machen. Mhm. Na, und da soll ich also dreimal einen Urinbecher machen ohne vorhergesehen. Also man ruft mich an und dann soll ich sofort am nächsten Morgen soll ich dann hin und soll den im Becher machen. Mhm. Ja, und yes. Dieses Screening kostet zwischen 300 und 70. Es gibt mehrere Institute, die das machen. Und das muss man selbst bezahlen. Das muss man selber bezahlen, ja, ja. Also ich meine, generell finde ich das ja gut, wenn die Polizei da scharf vorgeht. Das ja, passieren ich ja auch. Ganz, aber was für mich jetzt wirklich ganz neu auch ist, das habe ich noch nie gehört, dass man auch am nächsten Tag, wenn man sich wieder komplett fit und wohlig natürlich, fühlt. Ja, natürlich. Ich das gar nicht das mal, wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt alles draußen und so weiter, wäre alles okay, wunderbar und so. Und dadurch, dass sie mich dann halt, wie gesagt, am 9. oder am 8. habe ich ja, wie gesagt, das letzte Mal gekifft. Denn du hast ja, du bist ja nicht bekifft Auto gefahren. Nee, ja? Eben ja, nicht. Ja, ja, eben nicht. Ich bin das war einen Tag zuvor. Und am 8. Mai habe ich das letzte Mal gekifft und am 9. Mai haben sie mich wieder in der 30er-Zone erwischt. Mhm. Ja, und wussten sie sofort, im Computer steht ja gleich alles drin, ja, BTM, bla bla bla, und musste ich sofort gleich, die haben mich gar nicht erst gefragt, sondern die musste ich gleich in den Becher machen und dann gleich Blutabnahme und. Okay, aber darüber dieses wollen Ding wir... kommt aber noch, da weiß ich noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ja, okay, so, darüber wollen wir uns nicht empören. Nee. Ne? Das ist ja okay. Ja, ja, es ist auch in Ordnung. Und jetzt habe ich dieses Drogenscreening. Dieses Drogenscreening kostet zwischen 370 und 680 Euro. Mhm. Das sind mehrere Institute, die man sich aussuchen kann. Ich wusste nicht, dass es da sehr dermaßen so eine große Unterschiede gibt über diese Euro-Kosten. Jedenfalls habe ich mich also bei diesem Drogenscreening angemeldet. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, dadurch, dass ich ja nun beim zweiten Mal erwischt worden bin und dieser Brief, da folgt ja noch, weiß ich nicht, soll ich jetzt nun dieses Drogenscreening jetzt noch machen? Das wäre ja sonst rausgeschmissenes Geld, weil ich weiß nicht, ob ich den Führerschein überhaupt wieder bekomme oder gar nicht, weil ja der zweite Brief ja noch sozusagen in der Luft schwebt. Ja, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Na, und da weiß ich jetzt nicht. Ach so, Moment, das war jetzt so viel, du hast ja so viel erklärt. Das heißt, der Führerschein ist weg im Moment. Nee, ich habe den Führerschein noch behalten. Und wieso sollst du dieses Screening, oder wie man das heißt, nicht machen? Nee, ich soll den ja machen. Ja, aber du hast gerade gesagt, du überlegst es, ob es sinnvoll ist. Ja, weil ich ja nun, das folgt ja nur aus diesem ersten Mal, was mir passiert ist. Das zweite Mal war ja am 8. Mai. Weil da weiß ich ja noch gar nicht, was auf mich zukommt, was für eine Strafe auf mich zukommt und ob ich den Führerschein überhaupt endgültig abgeben soll. So. Und wenn ich jetzt nur den Führerschein endgültig abgeben soll, weiß ich, es wäre es ja Quatsch, wenn ich jetzt noch dieses Drogenscreening bezahle. Ja, okay, dann frag doch einfach bei der Polizei nach, was da ansteht jetzt für das zweite Mal. Bitte? Dann sprich das doch mit der Polizei. Ja, ich werde es halt so machen. Ich bin ja nur beim darf man das sagen, Automobilclub. Mhm. Ich sag nicht den richtigen Namen. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. André, wir wollen nochmal festhalten, dass das jetzt nicht so einen Anschein hat, dass wir da irgendwie polizeikritisch uns äußern. Das ist richtig, was die machen. Natürlich, ne? finde ich ja es vollkommen gibt, richtig. Dass es nach einem Tag... Nee, wusste ich auch nicht. Weil es gibt ja immer wieder und immer vermehrt so schlimme Unfälle durch Drogen, ja. Sodass ich großes Verständnis für die Polizei ich habe, auch. Wenn die da ich, hart rangehen. Ne? Ja, ich sehe viele, viele Sendungen hier, sag ich auch nicht, aber wo es halt um Drogen geht, wo ich dann auch immer sage, Mensch, den müsste man die Pappe abnehmen. Ja, sofort. Und so und wenn ich Leute bei Rot über die Ampel fahren sehe, ja, dann sage ich auch mal, sofort die Führerschein weg und. So, jetzt kannst du dich ja, so wie du es gerade schon angedeutet hast, mit deinem Automobilclub mal in Verbindung setzen, dich da beraten lassen, wie ja, du vorgehen sollst. Da gibt es extra so einen Gutschein,
stellen. Da kann man dann also zum einen Rechtsanwalt hingehen und der kann mir dann sagen, wie es dann weitergeht, was auf mich zukommt oder beziehungsweise ob es überhaupt noch sinnvoll ist, ob ich dieses Drohungsscreening machen soll. Genau, so würde ich es dann auch machen an deiner Stelle. Na? Mann. Das werde ich jetzt am Montag machen, weil ich habe ja den Brief, wie gesagt, gestern bekommen, sozusagen mein Geburtstagsgeschenk. Jetzt ist aber Schluss mit Kiffen. Ja, natürlich, auf alle Fälle. Absolut, ich am 8. Mai habe ich das letzte Mal geraucht, oder beziehungsweise überhaupt. Für das ganze Leben. Und ich sage, meine Beziehung zwischen meinem Freund und mir, mein Freund kifft überhaupt nicht. Und als ich ihm das erzählt habe, weil ich konnte es ja nicht verbergen, weil die Post ja zu uns kommt, und er ist natürlich gleich in die Wolken gesprungen, hat gesagt, wie kannst du nur, und hat mich also total fertig gemacht. Und unsere Beziehung stand auf der Kippe, und dementsprechend hat er gesagt, wenn du sowas nochmal anrührst, dann bist du wirklich dran. Dann kannst du wirklich hier raus aus meiner Wohnung und. Ne? So, André, du Schnellsprecher und du Geburtstagskind. Alles Gute nochmal zum Geburtstag. Lass dich gut beraten und lass die Hände vom Kiffen. Ja, natürlich. In diesem Sinne. Ich bin alt genug und ich bin noch schlauer geworden. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke schön. Dir auch. Tschüss. Er Berlinerte so, ne? War bestimmt ein Berliner. Die Berliner sprechen ja gerne ein bisschen schneller. Hier ist Tanja. Tanja ist 21. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Mein Problem ist, dass vor ungefähr einer Woche ich einem ehemaligen Lehrer von mir, in den ich verliebt war, das per Mail gestanden habe. Und das ist jetzt zunächst nicht mal das Schlimme, weil eigentlich war seine Antwort relativ nett. Und du bist nicht mehr Schülerin bei ihm. Ja, genau. Ich habe im März Abitur gemacht. Und bist weg jetzt aus der Schule. Ja. Ja. Und du warst in ihn verliebt? Ziemlich heftig sogar. Lange? Ja, ungefähr, ja. Ein Jahr. Aber während dieser Zeit hast du ihm nie irgendetwas signalisiert? Na, Signale habe ich schon versucht irgendwie auszusenden. Ich meine, anlächeln. Und ja, natürlich gut. Hat man sich dann im Unterricht besonders angestrengt. Was war denn das für ein Lehrer? Welches Fach? Ich hatte ihn in zwei Kursen, Religion und Philosophie. Ah ja. Gab es denn irgendwelche Reaktionen von ihm zurück während der Schulzeit? Nein, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass wir uns relativ sympathisch sind. Und eigentlich war ich mir relativ sicher, dass sich da doch was entwickeln würde. Weil gut, sympathisch sein ist ja die eine Sache. Ich meine, er hat mir zweimal bei Schulveranstaltungen zugezwinkert. Also, also jetzt so richtig unmissverständlich und mir gesagt, ich sei ihm sympathisch und meiner Meinung nach eine viel zu gute Philonote gegeben und eben auch gesagt, dass wir mal essen gehen könnten. Ach so. Darauf. Ja. So. Da habe ich ihn auch beim Wort genommen. Jetzt vor ungefähr, Dienstag vor einer Woche. Jetzt waren wir essen. Ach, ihr wart essen. Und nach dem Essen hast du ihm diese Mail geschrieben? Ja, zwei Tage später. Was hast du in die Mail genau reingeschrieben? Eben, dass ich diese Gefühle habe, also dass ich verliebt bin und dass es mir, dass ich auch eigentlich hätte weiter hoffen können und mich weiter belügen können und weiterhin mir eben hätte vorspielen können, dass es irgendwann in ein paar Jahren vielleicht doch was gibt und dass mich das aber zu sehr belasten würde. Und deshalb musst du es raus. Ja, und dass er mir eine ordentliche Absage erteilen soll mit keinerlei Hintertürchen, also im Sinne von, ich habe keinerlei romantische Gefühle für sie und das wird sich auch nicht ändern. Ja. Also er hat uns immer gesiezt. Und, so, was war jetzt seine Antwort? Er schrieb, dass er sehr beeindruckt wäre von meinen gut formulierten Worten und dass ich es verdienen würde, dass ich eine ehrliche Antwort bekomme, dass ich eine sympathische junge Dame wäre mit beachtlichen Fähigkeiten. Ja, ja, keine langen Einleitungen. Kommen wir zum Punkt. Was will er? Was empfindet er? Ja, er schrieb, was er mir gegenüber empfindet, hat er eigentlich nicht so sehr geschrieben, sondern eigentlich eher so, dass einer anderen Frau zugetan sein, die sein Herz voll und ganz in Beschlag genommen habe. Mhm. Und dass ich versuchen sollte, ihn zu vergessen, bis wir uns irgendwann mal wiedersehen. Naja, okay, das ist ja schon eine klare Aussage. Leider. Er hat eine andere Frau und du sollst ihn vergessen, bis ihr euch dann irgendwann, ist eine Floskel mit dem Wiedersehen. Ja, eben. Und gerade das hat mich so mitgenommen, sodass ich auch zum Teil Selbstmordgedanken habe, weil ich war schon mal in einen Lehrer verliebt, Du hast das aber mit den Lehrern, ne? Ja. Warum? Warum? Sind immer ältere Leute. Wie alt ist dieser jetzt, in den du jetzt verliebt bist? Der ist 42.
Ja, warum immer so viel ältere Männer? Naja, vielleicht hat es damit was zu tun, dass ich im Kopf ein bisschen nicht ganz richtig bin, wie ich es immer sage. Ich habe einen IQ über 130. Ach so, du bist hochbegabt. Ja. Und da langweilen dich die Gleichaltrigen. Ja, die sind so ungeformt und ja, okay, langweilig und ihre Interessen. Und man kann keine intelligenten Gespräche mit ihnen führen. Ist ja, denn du triffst auf einen hochbegabten Typ in deinem Alter. Dann ist das schon was anderes. Ja. Gibt's ja auch. Gibt ja nicht nur blöde Jungs in deinem ja, Alter. Ja, nur die zu finden, das ist schon schwierig. Die zu finden, das ist schwierig. Ich meine, ich bin schon bei Mensa in dem Verein, also zumindest formell angemeldet. Mhm. Aber ich bin noch nie zu einem Treffen gekommen, weil ich auch jetzt, um es mal freundlich zu sagen, nicht besonders gerne aus mir herausgehe. Mhm. Sag mal, dieses Essen mit dem Lehrer, wie war das denn? Also wie es dazu gekommen ist? Wie war das so? Wie lief das ab? Ich habe vorm Lehrerzimmer auf ihn gewartet, weil er noch eine Besprechung hatte. Dann sind wir in die Stadt gegangen und haben uns im Restaurant gesetzt. Und ja, dann eben so wie beim normalen Essen, nur eben, dass wir über so Berufszeug geredet haben. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit vor, meine Gefühle währenddessen zu gestehen. Aber er meinte auch, dass es ihm nicht gut ginge. Und ach so. Und die Initiative zu diesem Essen ging aus von? Also er hat in unserer allerletzten Schulstunde, das war im Januar, mir angeboten, dass wir mal essen gehen, nachdem ich ziemlich, wie ich denke, emotional herübergebracht hatte, dass ich ihn vermissen würde. Und er meinte, er wird nicht aus der Welt sein, wir könnten mal zusammen essen gehen. Und ich sollte ihn anrufen, wenn ich Zeit und Lust hätte. Und das habe ich dann eben auch gemacht im Mai. Und dann hat er sich gemeldet. Du hast dann nochmal angerufen und dann hat er sich gemeldet. Ach, Tanja. Das war wahrscheinlich ein Fehler, dass der mit dir essen gegangen ist. Wahrscheinlich hatte das gar nicht so eingeschätzt, was er da anrichtet. Der ist hundertprozentig nicht mit dir essen gegangen, um dich näher kennenzulernen als Frau. Sondern einfach nur um einen nochmal netteren Kontakt, vielleicht mit einer Schülerin. Er wird dich schätzen, du bist eine intelligente Frau. Aber er ist nicht deshalb essen gegangen, was du dir erhofft hast. Das muss man so klar sagen. Und die Mail ist ganz eindeutig. Da würde ich jetzt auch überhaupt nichts Großartiges reininterpretieren. Er hat eine Frau und er wünscht dir, dass du Abstand nehmen kannst. Das ist eben ziemlich schwer. Ich habe keinerlei Freundeskreis. Und du hast dich ja jetzt ein Jahr da reingesteigert. Ja, was heißt hier reingesteigert? Reingesteigert klingt immer so despektierlich. Also reingedacht. Ich hatte mich schon irgendwie richtig auf den Gedanken eingestellt, irgendwann mit ihm zusammenzuleben. Und ja, aber du siehst ein, dass das natürlich Wahnsinn ist, dass man das nie machen darf in einer Fantasie. Du hast ja die Realitäten völlig losgelassen. Ich bin schon 21. Ja, aber du hast eine Komponente vollkommen außer Acht gelassen, nämlich die, liebt dieser Mann mich auch? Ja, das war auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ich habe natürlich immer geschaut, an seinem Auto sind da irgendwelche verräterischen Zeichen, dass er irgendwie Familie hat. Ich habe auf seine Finger geschaut, jede Stunde, kein Ring. Aber du bist ein Opfer deiner eigenen Fantasie jetzt. Ja, wahrscheinlich. Die Gefühle sind letztendlich real. Ja, die sind jetzt real und es ist auch gut so, dass er das so klar gesagt hat. Das ist jetzt höllisch, das tut höllisch weh, ist mir völlig klar. Natürlich. Ich hatte schon mal so einen Fall, dass ich auch schon mal in Lehrer verliebt gewesen war, wie schon gesagt. Und es ist jetzt schon wieder will ein Mensch, der mir sehr viel bedeutet, meine Zuneigung einfach nicht haben. Das tut weh. Das tut extrem weh. Ja. Was meinst du? Deshalb habe ich auch Selbstmord gedacht. Ja, aber glaub mir, das haben ganz viele Leute schon erlebt, ich auch, dass man abgewiesen wird und man steht da nackt, man ist ja auch verletzt und traurig. Ja. Ich hatte noch nie einen anderen Lebensinhalt als die Männer, in die ich verliebt war. So, jetzt hast du gesagt, dass du Selbstmordgedanken hast. Hat man manchmal in solchen Situationen mehr oder weniger? Deshalb werden wir dich jetzt nochmal anrufen und im Hintergrund detailliert mit dir reden. Okay. Einverstanden. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich, Tanja. Okay. Ja. Bis gleich, alles Gute. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist Marie-Louise, 66, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marie-Louise,
Ja, Marie-Louise, bitte. Marie-Louise? Ja, bitte. Ja, bitte. Entschuldigung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Leg los. Nein, dann will ich erst mal sagen, liebe Grüße von der Kieler Woche, die eigentlich erst morgen anfängt, aber heute schon so angeschwappt ist. Ja. War ganz super. Da habe ich nach vielen, vielen Jahren meinen Ex-Mann wieder gesehen, der da gesungen hat. Nach vielen, vielen Jahren, dein ja, Ex-Mann? Ja, wir sind auch, der ist inzwischen schon 32 Jahre miteinander verheiratet. Ach. Also und lang, so, lang ist her. Und so lange habt ihr euch nicht gesehen? Nein, wir haben uns mal gesehen, nachdem mein letzter Mann verstorben war. Da hat er mich mal abgeholt und seine Frau war meine Freundin. Und die haben mir dann so ein bisschen beigestanden. Aber jetzt war ganz lange kein Kontakt zwischen euch beiden. Nein. Und der singt auf der Kieler Woche? Ja. Was singt der denn da? Oldies. Ja. Und ich war zwar enttäuscht über das Repertoire, weil ich da ganz andere Dinge, er konnte gut Elvis und Tom Jones und so. Aber und dabei war kaum was von bei. Aber immerhin. Und wie war das in so einem Festzelt? Oder ja, hatte zwischenzeitlich auch mal ordentlich geregnet. Ja. Er ist ordentlich nass geworden, weil er nicht unter den Schirm wollte. Aber wir haben uns auch ein bisschen unterhalten. Also insgesamt war der Nachmittag sehr nett. Ich dachte jetzt, er hätte deftige Seemannslieder gesungen. Nee. Das nicht? Nee. Sowas war auf der Kieler Woche auch. Das waren irgendwie so eine neue Gruppe aus Flensburg, die im Moment im Kommen sind. Aber da waren wir uns einig, die mögen wir beide nicht. Weißt du, dass ich noch in meinem Leben noch nie auf der Kieler Woche war? Ich auch seit Jahrzehnten das erste Mal. Und ich würde es wirklich gerne mal machen, weil ich mir das sehr toll vorstelle. Ja, und ist es. Ja, auf dem Seglerfest und an allen Ecken und Kanten, an der Hörn und auf der Krusenkurbel, auch für Kinder mit Bemalen und Spielen und allem. So, aber ich wollte eigentlich sagen, ich wollte den Menschen, die so 60 plus sind, ich Mut machen. Ja. Denn ich bin jetzt seit 10 Jahren Witwe. Und war auch 7 Jahre, also wirklich ganz von der Rolle, so ich fühlte mich einsam und habe gedacht, und das soll es nun gewesen sein und. Und das hatte zwar einen aktuellen Anlass, aber ich habe dann auch, bin nicht mehr rausgegangen, habe mich gar nicht mehr bewegt und habe dementsprechend auch zugenommen, hatte fast 120 Kilo, war in der Größe von 1,66 und habe inzwischen jetzt 45 Kilo abgenommen. Wow. Hat meine Ernährung total umgestellt. Kein weißen Zucker, kein weißes Mehl. Sehr gut. Fett ganz wenig. Also richtig nochmal durchgestartet mit 66. Ja, und heute ist mein letzter Tag, wo ich 66 bin. Sag bloß. Am 17. habe ich Geburtstag und werde 67. Und darum habe ich schon gesagt, das ist wie ein kleines Geburtstagsgeschenk für mich, weil ich die 10 Jahre das schon öfter probiert habe. Sehr gut. Auch ein paar Mal durchgekommen bin, aber da war wohl das Thema nie so interessant. Ganz, ganz schnell noch eine Frage. Du hast deinen Ehemann da wieder singen sehen und getroffen. Ja. Wird jetzt wieder ein Kontakt irgendwie zwischen euch sein? Nein. Er sieht zwar besser aus als vor 10 Jahren, finde ich. Ne? Aber nee, überhaupt nicht. Aber ihr habt miteinander geredet ein bisschen. Ja, wir haben uns nett unterhalten. Ja. Liebe Marie-Louise, ne? Ja. So, gratulieren darf man ja vorher nicht. Nein. Aber ich verspreche dir, morgen an dich zu denken. Ach, das ist lieb. Und das ist dann sowas morgen wie eine Gratulation. Alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute, für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Macht's gut und bis dahin. Bye, bye. Ciao.